So, willkommen zurück zu Binding of Isaac. Beim letzten Mal haben wir die 7 Years Bad Luck Challenge gemacht. Ja, war ein bisschen anders als wir gedacht hatten. Wir versuchen die jetzt einfach nochmal. Irgendwie mit wenig Glück hatte das eigentlich nicht so viel zu tun, weil wir ziemlich gute Items bekommen haben eigentlich schon. Und in jeder Ebene finden wir auch einen Goldraum. Also das ist sehr komisch. Aber wir versuchen sie jetzt einfach nochmal, weil das noch eine der wenigen Challenges ist, die wir noch nicht geschafft haben. Kleine Spinnen sollten uns natürlich nicht treffen hier. So. Ansonsten ist das eigentlich so wie jede Challenge. Ganz normal 8 Ebenen. Dann in der 6. Ebene oder in der 5. Ebene kommt dann die Mutter. Die müssen wir dann mal eine Runde wegklatschen. Und dann am Ende kommt nochmal das Herz der Mutter. Ist also alles so wie beim Alten. Ansonsten, die Gegner sind auch alles dieselben. Wir kriegen genauso viel Schaden. Also hat sich hier nichts geändert. So, dann wollen wir mal gucken hier. Oh, das kenne ich noch gar nicht. Was haben wir denn hier? The Mulligren. Ach, The Grow Inside, okay. Ja, ich glaube, wir können mit ein paar Schüssen, glaube ich, Fliegen machen. Bin ich sicher jetzt. Oh. Trollbomben. Und Spinnen. Na, super. Super toll, echt. So, warte mal. Jetzt ist hier auch noch ein Raum. Verlieren wir natürlich ordentlich Herzen. Ey, das ist natürlich eigentlich gar nicht so cool, was wir hier machen. Aber wir haben ja noch ein Herz. Ich hatte gedacht, da kommen vielleicht noch ein paar nette Items, aber naja. So, jetzt haben wir noch ein Herz hier. Zack. Können wir nochmal gucken, ob hier vielleicht noch ein Secret-Raum ist. Nee. Ja, man sieht schon, wir haben jetzt hier eine Fliege bekommen. Nachdem wir den einen Raum betreten haben. Und kämpfen jetzt gegen Pin. Pin ist eigentlich ziemlich simpel. Jetzt eine andere Farbe ist, also ein bisschen stärker als sonst, aber an sich ist der Boss eigentlich ziemlich einfach. Also man sollte eigentlich keine Probleme haben mit dem. Und der schießt jetzt auch nicht mehr die grünen Bälle, sondern macht jetzt ganz normal Tränen. Ja, man sieht schon, mit jedem Schuss haben wir eine Chance, so eine Fliege zu spawnen. Die greift dann automatisch auf Gegner an. Ah, sollte uns natürlich nicht treffen. Ist aber eigentlich ziemlich simpel, der Boss. Man sieht, einfach nur wegrennen. Und da ist auch schon Matsch. So, dann gucken wir mal, was haben wir hier? Die Peitsche. Ja, Shot Speed up. Sieht jetzt hier ein bisschen schneller. Ich greife mal an. Bringt jetzt aber auch noch nicht so viel. So. Oh, mal gucken. Man sieht schon, Fliegen kann man eigentlich kaum ansparen, weil die eigentlich immer die Gegner sofort angreifen. So, hier haben wir Envy. Envy ist der Knight. Der Boss kann eigentlich so an sich nicht viel. Der platzt nachher auf. Und ja, ist quasi so wie Fistula. Kommen immer so kleinere Viecher von denen. Sollte man gucken. Und die werden natürlich auch immer schneller, je kleiner sie werden. Sollte man dann gucken, dass man nicht alle auf einmal klein macht, sondern immer nur einen nach dem anderen. Sonst kann man dann mit dem Ausweichen mal ein bisschen schwieriger werden. Na. Wie man hier schon sieht. Na. Na. Jetzt gehst du aber weg hier von mir. So, jetzt noch den hier weghauen. Sehr schön. Und da haben wir Schubdawub gekriegt. Yay! Ja, Schubdawub ist ein ziemlich cooles Item. Hier haben wir noch eine Pille. Bombs-Aki, okay. Schubdawub ist ein cooles Item, weil da können wir so ein, mit einmal benutzen, so einen Laserstrahl verschießen. Der eigentlich ziemlich guten Schaden macht. Und auch ziemlich schnell wieder auflädt. Also schon eins der besseren Items, die man hier in Binding of Isaac kriegen kann. So, jawohl, komm, Herz, jawohl. So, hier haben wir noch einen Schlüssel, haben wir gerade bekommen. Die Zitrone, da legen wir so eine Pfütze auf den Boden, ist jetzt, macht ein bisschen Schaden, ist jetzt nicht so cool wie Schubdawub. Das heißt, wir nehmen das Item auf jeden Fall nicht mit. Ist doch die Zitrone, oder? Ja, genau. Genau. Man sieht hier, wir legen so eine Pfütze auf den Boden. Ist ungefähr so wie von Piep, der pisst hier auf den Boden und wir legen dann so eine Zitronenpfütze. Macht da ein bisschen Schaden. Ist jetzt nicht ganz so schlecht, das Item, aber ist auch nicht der Oberhit. Sollte man immer aufpassen hier bei den Spinnennetzen, weil die Gegner werden da nämlich nicht geslowt, sondern nur man selbst wird geslowt. Deswegen sollte man immer gucken, dass man da nicht so oft reinrennt. Gerade wenn so schnelle Zombies hinter einem herrennen. So, jetzt hier müssen wir mal gucken. Der Typ. Genau.
So, in den Shop können wir eigentlich gehen, aber wir haben 14 Münzen. Wir haben auch keinen Schlüssel. Also werden wir jetzt erstmal noch nicht reingehen. Wir gehen jetzt erstmal hier rechts lang. Da müsste jetzt auch gleich schon der Bossraum kommen. Ich denke mal jetzt im nächsten oder übernächsten Raum. So, mal gucken, was haben wir hier? Münzen. Ja, jetzt wenn wir natürlich einen Schlüssel finden würden, könnten wir eigentlich mal im Shop vorbeischauen. Weil wir jetzt auch genug Münzen haben. Man sollte mal 15 Münzen sparen, bevor man in den Boss, Shop geht. Weil der teuerste Item kostet immer 15 Münzen. Und wenn da mal ein tolles Item bei ist und man hat keine 15 Münzen, ärgert man sich sowieso nur. So, wir könnten jetzt auch noch in den Raum hier gehen, das machen wir aber nicht. Wir gucken mal, ob hier noch ein Secret-Raum ist. Jawohl. Ja. Das ist natürlich... Ja, den können wir wegsprengen. Vielleicht haben wir ein Herz drin. Nö, Bomben und Münzen. Jawohl, sehr schön. Gut, dann gehen wir mal zum Boss, würde ich sagen. 23 Münzen können wir auf jeden Fall in der nächsten Ebene gut gebrauchen. Widow, ja, Widow ist wie so eine kleine Spinne, kann man sagen. Oh, den pinken hatte ich auch noch nie. Oh, der springt aber ziemlich schnell. Der springt jetzt halt wie die Spinnen immer an die Ursprungsposition, wo man vorher war, kann man sagen. So, jetzt hat man halt gesehen, Schubdawup hat den jetzt instant gekillt, von halbes Life direkt tot gemacht. Ist auf jeden Fall ein richtig cooles Item. Und Mom's Coin Purse haben wir gekriegt. Ja, Mom's Coin Purse sind, ja, sind einfach Pillen drin. Und voll die Scheißpillen, wenn ich jetzt gerade sehe. Lockdown. Und nur Bombs Aki Pillen. Ja, super geil. So, jetzt können wir uns nochmal benutzen. Zack. Können wir uns nochmal Keys machen. Ja, war jetzt nicht so die super geile Ausbeute, wenn ich ehrlich bin. Aber mal gucken. Mal gucken, was jetzt hier in der nächsten Ebene kommt. Wäre jetzt auf jeden Fall schon mal ganz gut, dass wir hier auch in jeder Ebene Goldräume haben. So, bei denen sollte man einfach stehen bleiben am besten. Weil die eigentlich an einem vorbeischießen. Und wir haben auch ziemlich viele Kisten, ey. Also, ich weiß nicht. 7 Years Bad Luck hört sich echt komisch an. Vielleicht ist das auch eher ironisch gemeint. Geht tot, jawohl. Den sollte man auch immer ausweichen, weil diese Schüsse von denen machen nämlich ein Herz an Schaden. Diese grünen Kugeln grundsätzlich in Binding of Isaac machen immer ein Herz Schaden. Das heißt, da sollte man eigentlich immer ausweichen und immer weggehen. Weil so ein ganzes Herz zu verlieren, ist schon immer kacke. So, ein Schlüssel. Was ist das denn? Tummy's Head? Was ist denn Tummy's Head? Wow, okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber der Schubdawup ist, glaube ich, trotzdem besser. Aber wir können ihn ja erstmal benutzen hier. Was ist das? Poison Touch, okay. Ja, wir greifen... Wir, jetzt mal, wenn wir angegriffen werden, jetzt verursachen wir so ein Poison Damage. Warte mal, lädt er sich jetzt nach jedem Raum auf, der Tummy's Head, oder? Sieht nicht so aus. So, jetzt mal hier unten noch das einsammeln. Wir werden auf jeden Fall uns noch den Schubdawup holen gleich. Sehr schön. Ja doch, nach einem Raum lädt er sich wieder auf hier, der Tummy's Head. Ist eigentlich ein ganz cooles Item. Man kann so in alle Himmelsrichtungen schießen. Aber ich weiß jetzt nicht. Also Schubdawup ist auf jeden Fall schon vom Schaden her ein bisschen besser. Das können wir gleich auf jeden Fall lieber wieder mitnehmen. Wir gehen jetzt aber erstmal oben hier in dem Raum, in dem Raum nochmal gucken. Hier kann man, wie gesagt, einfach stehen bleiben. Okay, haben wir noch ein Herz verloren. Das ist ja super cool. Aber wir können ja jetzt mal im Shop vorbeischauen, habe ich ja schon gesagt. Wir haben sogar zwei Schlüssel und vielleicht haben wir sogar eine Bombe im Shop. Dann können wir uns sogar noch den einen Gold, die eine Goldkiste da holen. Jo, wir haben sogar eine Bombe. Die Karte nehmen wir auch mit. Die Karte deckt alles auf. Also wo alle Räume sind, zeigt die uns an. Den Schlüssel nehmen wir mit. Diese Pille haben wir uns ja gemerkt. Das sind Bombs Aki Pillen. Die nehmen wir uns auf jeden Fall nicht mit. Weil wir brauchen die nicht. Wir haben sowieso nur zwei Schlüssel oder eine Bombe. Da lohnt sich nicht. Und das brauchen wir auf jeden Fall nicht. So, wir holen uns jetzt den Schubdawup. Und gehen mal uns noch die Goldkiste holen hier. Zack. Ja, den Secret-Raum hatten wir ja schon. Glaube ich, oder? Ne, hat man noch nicht. Der wurde jetzt mit der Karte aufgedeckt. Genau, so war das. Also das ist auf jeden Fall schon ein cooles Item. Dann wissen wir immer, wo wir die Bomben einsetzen müssen, um den Goldraum aufzudecken, den Secret-Raum aufzudecken. Dann wollen wir mal gucken, was jetzt kommt. The Hollow. The Hollow ist eigentlich wie Larry Jr. Also der fliegt jetzt hier so durch die Karte, ist aber ein bisschen schneller und
Ist auch ziemlich böse. Man sieht jetzt, wenn die uns angreifen, wenn die uns treffen, die Gegner, verursachen wir so ein Poison-Touch-Damage. Also die werden dann vergiftet. Und das macht auch ziemlich viel Schaden eigentlich. Und was haben wir hier? Die Box. Die Box spawnt random Items. Und wir tragen dann so eine Box um uns rum. Man sieht das hier. Eigentlich ganz cool gemacht. Die Items sind nicht immer ganz gut. Cancer, okay, das ist jetzt unser Herzen, unser Tränenwert wird verdoppelt. Ist eigentlich ein ganz cooles Item, eine blaue Pille. Health Up, das ist natürlich auch sehr schön. Und The Sun. The Sun heilt uns komplett voll. Das sollten wir uns auf jeden Fall aufheben. Ist auf jeden Fall eins der besten Tarotkarten, finde ich. Weil sich einmal komplett voll zu heilen, ist natürlich immer ganz cool. Okay, jetzt haben wir Curse of the Labyrinth hier. Das ist so ein Zusatz hier von der Ebene. Da sehen wir komplett die Karte nicht. Auch mit unserer Karte sehen wir die Karte nicht. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Weil wir jetzt nicht wissen, wo wir langlatschen müssen. Aber das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Das sind auch meine Hassgegner hier. So, sehr schön. Unser Schubdawupp ist auch wieder aufgeladen. Ah. Triffst du mich mal nicht hier? Sehr schön. Ja, unsere Fliege ist eigentlich auch nicht schlecht. Macht auch ziemlich viel Schaden eigentlich, die Fliege, wenn die mal da ist und einen Gegner trifft. Macht die eigentlich schon ganz guten Damage. Eine rote Kiste. 9 Leben, die brauchen wir nicht. Weil mit 9 Leben werden unsere Herzen auf 1 Herz verringert. Das sollten wir uns auf jeden Fall nicht holen. Wir wollen ja ein bisschen mehr haben als nur 1 Herz. Na komm her. Das ist der Zorn. Zorn ist einer der Bosse hier, einer der 7 Todsünden. Haben wir schon ein paar Mal besiegt. Der kann eigentlich nicht viel. Kann man auch mit seinen eigenen Bomben abschmeißen, wie man sieht. Und berührt die einfach und bumm. Dann ist er tot. So, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Hier können wir nirgends was mehr machen. So, dann können wir hier vielleicht noch eine Bombe dann wegspringen, aber das lassen wir auch erstmal. So, dann müssen wir mal gucken, wo wir jetzt lang müssen, weil wir haben ja keine Karte. Wir sehen ja nichts. Wir waren, glaube ich, links waren wir auch noch nicht. Nee. Okay, das ist Fistula quasi. Oh. Natürlich aufpassen, dass wir jetzt hier nicht getroffen werden. So, sehr schön. Trollbombe auch ausweichen. Zack. Wow. Wow. Die Viecher sollte man natürlich, wenn es geht, einmal kurz anlocken hier mit einfach mal in eine Richtung rennen und dann schießen die eigentlich in die Richtung immer sofort. Okay, muss mich mal eben voll heilen. Jetzt bin ich gleich tot. So. Den Goldraum haben wir aber auch noch nicht gefunden. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch finden. Ja, die Items, die wir ja bis jetzt gekriegt haben, sind eigentlich noch nicht ganz so geil. Also der Schubdawupp ist natürlich eine coole Sache. Aber die anderen Items, die wir bis jetzt so gekriegt haben, sind jetzt nicht der Oberhammer, wenn ich ehrlich bin. Aber hier unten war noch so ein Teufelsraum, so ein Lebensopferungsraum. Da können wir auf jeden Fall mal reingehen. Weil wir haben ja hier noch Herzen rumliegen. Das heißt, wenn wir reingehen und ein halbes Herz opfern, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal rein und holen uns eine rote Kiste ab. Die roten Kisten haben wir ja gesehen, da sind oftmals gute Sachen drin. Es sei denn, wir öffnen wieder Spinnen. Spinnen sind natürlich nicht so cool. Komm schon. Oh, eine dicke Trollbombe. Oh, scheiße. Das war jetzt irgendwie nicht so cool, wie ich gedacht hätte. Ah gut, wir gehen mal hier rechts lang. Gucken, was wir hier noch so haben. Okay, das sind auch nicht meine Lieblingsgegner, wenn ich ehrlich bin. Ah, weil die hüpfen und eigentlich auch an uns vorbeischießen, aber dadurch, dass die hüpfen, ja, muss man sich auch immer selber ein bisschen bewegen. Jawohl, die haben sich selbst eingequetscht, das ist sehr schön. So, hier oben dürfte jetzt gleich der Goldraum sein, irgendwo. Oh, fuck. Okay. Warum zur Hölle? Oh nein. Ich habe eine ganz böse Vorahnung. Oh fuck.
Wir haben nur noch ein halbes Herz, ey. Die Viecher zum Beispiel, die ziehen nämlich auch ein ganzes Herz ab, wenn die dich treffen. Und jetzt holen wir uns erstmal hier. Wir gehen erstmal hier in den Shop rein. Hier gibt es noch ein Herz für 3 Münzen. Sehr schön, das holen wir uns. Die Kutte. Was macht nochmal die Mönchskutte oder Nonnenkutte? Ich weiß das gar nicht. Werde ich mir auf jeden Fall nicht kaufen. Für 15 Münzen ist mir das echt zu teuer. Hier ist schon mal der Goldraum. Das ist sehr schön. Die Bomben, die können wir uns auch... Die können wir uns gar nicht holen, glaube ich. Ne, da brauchen wir 2 Bomben für. Könnten wir uns aber holen eigentlich. So, was haben wir hier? Das Bottich. Der Salzeimer. Mal gucken, was bringt der. HP ab. Boah, das ist ja cool. Wir sind jetzt fett. Und der Salzeimer, was laber ich da? Wir haben jetzt HP bekommen. Wir können uns jetzt auf jeden Fall die ganzen Herzen holen, die wir jetzt hier noch hatten. Ich glaube, wir hatten nur noch 2 Stück. Eins war, glaube ich, hier links direkt. Nee, doch nicht. Okay. Wir sind aber auch ziemlich langsam gerade, glaube ich, geworden. Aber die Kiste werden wir uns auf jeden Fall nochmal holen. Weil wir brauchen auf jeden Fall noch... Es geht noch ein Herz. Ah, okay. War kein Herz drin. So, das können wir uns auf jeden Fall nochmal holen. Zack. Ist natürlich jetzt ärgerlich, weil wir die Karte haben, aber uns quasi nichts aufdecken können. Hier haben wir auch noch ein Herz. Sehr schön. Ja, mit 4 Herzen sollte das gehen. Ja, The Husk. The Husk ist eigentlich quasi wie so ein Lord of the Flies Verschnitt. Der spawnt immer so Fliegen. Es sei denn... Okay, der ist ganz anders. Okay. Der spawnt allgemein anscheinend Mobs. Der ist auch ziemlich nervig, der Boss. Also sollte man es geht schnell kaputt machen, weil er viele Gegner spawnt und ja, auch ziemlich eine Menge Schaden macht. Aber wir haben jetzt Breakfast. Jetzt haben wir schon 7 Herzen. Ja. Yeah. Dann gehen wir mal ab in die nächste Ebene. Die Tiefen. Ja, jetzt kommen wir langsam. Ich denke mal, dieser Boss hier dürfte schon, glaube ich, oder diese Ebene dürfte jetzt gleich schon die Mutter sein, oder? Die darauf folgende. Ja, man sieht schon, mit der Karte können wir jetzt hier alles wieder sehen. Okay, jetzt sind wir tot. Okay, Mann. Ey, scheiße, Mann. Oh nein, Alter. Das kann doch nicht sein. Diese Gegner, ne? Wenn man da keine guten Items hat, dann ist man so dran. Weil die einen echt einquetschen und verfolgen. Das ist so scheiße. Ja, ich bin tot. Ah, scheiße! Fuck! Ja, man sieht schon. Also, wenn man so einen kackigen Raum hat und dann sind diese Schädel da, die einen verfolgen und dadurch, dass man den Schädeln keinen Schaden zufügen kann, kann man... Ja, hatten wir jetzt 6 Herzen oder 5,5 Herzen und die haben uns einfach alle Herzen weggezogen. Ja. Ich denke mal, wir werden vielleicht nochmal beim nächsten Mal nochmal die 7 Years Bad Luck versuchen. Da muss ja irgendwie gehen. Oder die Meet Forever Challenge. Mal gucken. Ja, ich würde sagen, da war's mal wieder für heute mit Binding of Isaac. Ich hoffe, wie immer, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Sage tschüss und viel Spaß. Ciao.